überall neue Allzeithochs, aber unter der Oberfläche blanker Horror, meine Damen und Herren. Das ist der Stand der Dinge. Der S&P 500, das 66. Mal mit einem neuen Allzeithoch. Auch der DAX bewegt sich in luftigen Höhen. Gestern waren es die Tech-Werte, dementsprechend der Nasdaq, der hier neue Rekorde setzte. Und wir wollen uns mal anschauen, wie die Situation unter der Oberfläche ist, dass nämlich die allermeisten Aktien fallen und was daraus folgen könnte heute am Tag des kleinen Verfalls. Schauen wir uns mal die Dinge präzise an, gucken wir mal, was da der Fall ist. Zunächst mal die Übersicht über das, was gestern an der Wall Street gespielt wurde. Wir sehen Dow Jones leicht negativ, wir sehen den Mid-Cap oder die Small-Caps, das sehen wir deutlich im Minus. Was heißt deutlich im Minus, aber sie waren im Minus, der S&P 500 dagegen im Plus und der Nasdaq war der große Gewinner, vor allem der Nasdaq 100, also dort, wo die schweren Tech-Werte drin sind, die Apples, die gestern massiv gestiegen ist, die Teslas, wie sie auch immer heißen. Wir sehen Consumer Discretionary, das sind eben aus diesem Bereich Aktien mit 1,13%, dann Technologie, dann Healthcare und so weiter, unten Utilities, Energy und Communication Services. Also soweit nichts viel Auffälliges oder nichts Besonderes, kann man sagen, aber achten Sie mal oben, der VIX ist gestiegen, obwohl auch der S&P 500 gestiegen ist, da haben wir fast 3% nochmal oben drauf legen können. Erstaunlich, dass der VIX sich so gut hält angesichts der neuen Allzeithochs, die wir sehen. Normalerweise würde man erwarten, dass die Vola runtergeht, wenn die Aktienmärkte raufgehen. Das ist derzeit aber nur sehr begrenzt der Fall. Wenn wir uns mal die Value-Indizes anschauen, dann sehen wir hier den Dow Jones. Der hat praktisch einen Ausbruch gemacht und hat gestern genau an diesem Punkt wieder aufgesetzt und ist von dort aus nach oben. Ähnliches gilt für den Russell 2000, den Sie hier unten sehen, der ja schon ewig lang in dieser Seitwärtsrange ist. Und der hat es geschafft, also jetzt erstmal dieses Terrain zu verteidigen. Wir sehen also, die Aktienmärkte, die halten sich, die Indizes, die halten sich schon an bestimmte Muster. Jetzt gucken Sie mal bitte in der Mitte auf diese schwarze Grafik. Hier sehen wir, dass beim S&P 500 166 Aktien gestiegen sind, aber 337 gefallen sind. Wir haben also ein Verhältnis, das ganz klar zugunsten der negativen Aktien spricht. Jetzt gucken wir uns mal das Volumen an. Wir sehen hier bei den Advancing Stocks 844 Millionen, bei den Declining, also die, die runtergehen, 1,37 Millionen. Jetzt gucken wir uns aber mal das Kapital an, das in diese Aktien geflossen ist. In steigende haben wir hier fast das Dreifache oder haben wir praktisch das Dreifache, was in steigende Aktien an Kapital geflossen ist, als in fallende Aktien aus Kapital abgezogen wurde. Also das zeigt, das sind sehr, sehr ungewöhnliche Konstellationen. Wir sehen den S&P gestern mit 17 Punkten plus, die Nasdaq mit 72 Punkten plus, aber Up Volume bei der NYSE waren nur 29%, das heißt, der Down Volume war der Rest, das sind dann 71 und an der Nasdaq nur 31% Up Volume und 69% Down Volume. Also das war jetzt nicht gerade eine alles Rally, die da stattgefunden hat, vielmehr waren es die großen Tech-Werte, die das Ganze gezogen haben. Wir sehen hier oben mal den S&P 500 in Relation zum gleichgewichteten S&P 500. Also im S&P 500 sind ja die Tech-Werte schwer gewichtet, weil eben sehr marktkapitalisiert, sehr, sehr schwer von dem, was sie auf die Waage bringen, während beim Equal Weight jede Aktie im S&P 500 gleichgewichtet ist. Und wir sehen hier, dass da eine wichtige Unterstützung verteidigt wurde vor einigen Tagen und Wochen und jetzt die ganze Geschichte wieder nach oben dreht. Das Blatt dreht sich also wieder zugunsten von Big Tech. Ist das vielleicht irgendwie eine Vorschau auf das, was Corona auf uns zukommt? Österreich geht jetzt nächste Woche in eine 7-Tage-Lockdown-Schule geschlossen. Ähnliches wird ja in Sachsen schon diskutiert. Die ganzen Geschichten werden immer dramatischer. Auch in den USA steigen jetzt die Zahlen sehr, sehr deutlich. Die haben jetzt auch wieder weit über 100.000 Fälle täglich. Gute Frage. Jedenfalls sehen wir, es geht wahnsinnig viel Kapital in Big Tech. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es mit der Marktbreite etwa beim Nasdaq aussieht. Aktien über der 50 und über der 200-Tageslinie. Dann sehen wir, der Nasdaq steigt und steigt und steigt, aber die Anzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages- oder über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, die fallen. Die Charts, by the way, von Michael Silver, Figuring Out the Money, sehr, sehr guter Kanal. Jedenfalls sehen wir da,
diese Divergenz zwischen steigenden Kursen und der Schwäche des Gesamtmarkts der meisten Aktien, da die aber nicht so viel auf die Waage bringen wie die schweren Tech-Aktien, fällt das nicht auf und die Indizes steigen trotzdem. Hier sehen wir mal Nasdaq neue Tiefs. Normalerweise ist es so, wenn wir hier einen Spike haben nach oben bei den neuen Tiefs, wenn Sie hier mal gucken, was da lila markiert ist, dann folgt oft zumindest eine Korrektur oder es geht ein bisschen runter. Hier sehen wir, dass die Zahl der neuen Tiefs massiv zugenommen hat, ohne dass wir in irgendeiner Form eine Korrektur sehen. Wir sind also auf Allzeithoch. Und hier nochmal Nasdaq neue Hochs minus neue Tiefs. Da kann man dann hier solche Linien ziehen unten, wie Sie das sehen, in diesem oberen Sichtfeld. Und kann dann sagen, okay, das ist dann eine positive Divergenz. Jetzt können wir da noch gar keine Linie ziehen, weil einfach die Zahl so groß ist, die wir hier sehen. Also das ist schon ein ungewöhnliches Phänomen, dass die Aktienmärkte permanent neue Allzeithochs erreichen. Aber ist immer weniger Aktien sind, die das Ganze jetzt nach oben treiben oder die Indizes über Wasser halten. Wir sind jetzt auf dem Weg Party Like 1995. Damals gab es beim S&P 500 77 Allzeithochs in einem Jahr. Jetzt sind wir bei 66. Und jetzt ist ja die Saisonalität eigentlich günstig. Jetzt sehen wir hier mal Nasdaq, Russell und S&P 500. Da geht es ja normalerweise dann nochmal nach oben zum Jahresende, Anfang Dezember meistens nochmal eine kleine Schwächephase, weil die großen institutionellen Player so ein bisschen diversifizieren müssen. Die sind dann meistens sehr stark in Aktien gewichtet, das müssen sie ein bisschen runterfahren, müssen die Anleihegewichtung ein wenig rauffahren. Apropos Anleihen, die 10-jährige US-Staatsanleihen nach wie vor in diesem ganz wichtigen Spannungsfeld, wo man den Abwärtstrend überwinden kann, ja oder nein. Gestern gingen die Renditen ja ein bisschen zurück zwischenzeitlich, um dann allerdings wieder zu steigen. Hier sehen wir, Apple war mit der große Grund, die Aktie fast 3% gestiegen. Da will man Full Self-Driving Electric Vehicles möglicherweise schon in 2025 launchen. Also man will Tesla Konkurrenz machen mit Autos, die auf Autopilote fahren können. Ich halte das für alles für einen ziemlichen Bullshit, dass diese ganze Autopilotfahrerei sehr, sehr schwierig ist. Das beweist ja Tesla derzeit. Und außerdem glaube ich, dass erst wirklich Autos auf Autopilot fahren können, wenn keine Menschen mehr Auto fahren, weil eben KI nicht mit menschlicher Irrationalität rechnen kann. Zumindest ist das nicht plan- und programmierbar. Dementsprechend wahrscheinlich ein ziemlicher Witz, die Apple-Aktie auch ein bisschen overdosed. Das wird viel schwieriger als gedacht, als erwartet, vor allem 2025, dann schon wirklich ein Auto hinzustellen, nachdem man als Autobauer null Erfahrung hat. Aber sei es drum, die Märkte sind gläubig, sie haben eine religiöse Veranlagung, das zeigt ja schon die Tesla-Aktie an sich. Jetzt schauen wir mal das, was Mr. Hartnett gesagt hat von der Bank of America. Der hat gesagt, guckt euch eigentlich mal an, wie es derzeit an den Märkten ausschaut. Die 10-jährige Realrendite, also das ist die Inflation minus die Rendite, die man für eine 10-jährige US-Staatsanleihe bekommt, derzeit um und bei 1,6%. Aber die Inflation in den USA, die ist bei plus 6,2%. So kommt ihr auf die Realrendite von minus 4,6%. Und er sagt, schaut euch mal an, wann minus 4,6%. Wann wir in solchen Bereichen bei der Realrendite gehandelt haben, dann war das letztes Mal in der Ölkrise 1973, für die Jüngeren unter Ihnen. Und dann haben wir das im Zweiten Weltkrieg gesehen, dann haben wir das im Ersten Weltkrieg gesehen, ja. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, nur noch, dann haben wir das in der Panik von 1907 gesehen, da wird kaum berichtet über diese Ereignisse 1907. Und in der langen Depression 1873 bis 1879. Also das ist schon interessant. Im Grunde zeigt uns die Situation hier, dass wir in einem totalen Krisenmodus sind, während auch wir auf der anderen Seite eine absolute Aktienmarktparty feiern. Ich will nochmal zum Thema Inflation, zum Thema Nahrungsmittelsicherheit kommen. Wir haben ja jetzt diese schweren Überflutungen in Kanada.
Da ist Vancouver als der Hafen schlechthin in Kanada ist jetzt stillgelegt und Vancouver ist ein ganz wichtiger Hub für den Getreidehandel. Alles das, was die Kanadier produzieren, das wird mehr oder weniger alles über Vancouver rausgeschifft, aber auch andere Agrarprodukte werden da rausgebracht. Schweinefleisch ist auch ein großes Ding in Kanada. Das hat dazu geführt, dass die Preise für eben Getreide, für solche Produkte jetzt wieder weiter nach oben schießen. Hier hat jetzt die UN mal einen Report gemacht und versucht draufzurechnen, was die gestiegenen Verschiffungskosten für die einzelnen Produkte bedeuten. Und das könnte für Computer, Elektronik und optische Produkte eine Steigerung von 11,4% ergeben. Für Furniture, also Möbel und andere Sachen, dann Textilien, Rubber, Plastikprodukte, teilweise zweiständige Zuwächse. Also das wird nicht ohne Folgen bleiben. Und ich hatte gestern schon darauf verwiesen, Chef von Hapag-Lloyd, Chefin des Hamburger Hafens, die haben gesagt, wir werden nicht mehr die Schifffahrtskosten sehen oder die Transportkosten wie im Jahr 2019. Zumindest was die Containerschifffahrt betrifft. Wir sehen ja jetzt, dass der Baltic Dry Index sehr, sehr stark abstürzt. Das ist eben Kohle, Eisenerz, Getreide. Warum ist das so? Weil eben China praktisch ein riesen Immobilienproblem hat, viel weniger gebaut wird, das heißt Eisenerz wird weniger transportiert etc. Also der Baltic Dry Index ist wahrscheinlich eine gute Indikation, wie es mit China aussieht. Zu China kommen wir gleich noch. Hier Online-Inflation. Normalerweise hat man immer gesagt, ja, diese ganze Online-Ökonomie, die ist ja deflationär, was ja prinzipiell stimmt. Wir sehen, schauen Sie sich das einmal an, zwischen 2014 und 2020, ne, Preise gefallen, aber dann die Drehung. Wir sehen jetzt den 17. Monat in Folge, dass die Online-Preise gestiegen sind und unten sehen Sie den Mannheim Used Vehicle Price. Also praktisch die Gebrauchtwagenpreise in den USA von Manheim berechnet. Neues Allzeithoch, das ist ein Update aus Mitte November. Im Oktober hatten wir den schnellsten Anstieg ever. Jetzt sind die Preise nochmal weiter nach oben gegangen. Gut, dass die Inflation so temporary, so transitory ist. Jeremy Siegel, der Wharton-Professor, der eben diese Inflation schon vorausgesagt hat, als es die wenigsten getan haben, inklusive ich. Ich habe es auch nicht vorausgesagt. Der sagte, wir erwarten einen 20-25%igen kumulativen Anstieg der US-Inflation. Und ich denke nicht, dass die Märkte vorbereitet sind, wie schnell die Fed agieren muss. Da bin ich völlig bei dem Professor Jeremy Siegel. Bostic von der Fed hat gestern gesagt, ja, so Mitte nächsten Jahres könnten die Bedingungen erfüllt sein, dass wir dann die Geldpolitik normalisieren, bla 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 bla. Da wäre dann praktisch nach derzeitigem Plan des Tapering ausgelaufen. Dann Zinsanhebung, die Fed wird früher agieren müssen, so wie es aussieht. Möglicherweise, wir hatten ja jetzt in dieser Woche Consumer Spending, also praktisch die Einzelhandelsumsätze, die ja viel besser waren als erwartet. Ein Teil lag an der Inflation. Die Zahl kam bei 1,7% rein. Ohne die Inflation wäre sie bei 1,0% reingekommen. Aber möglicherweise, die Leute fürchten höhere Preise. Ja? Und denen wird auch gesagt, mal schauen, ob Weihnachten du überhaupt die Produkte unter deinen Weihnachtsbaum kriegst, ob die überhaupt geliefert werden können. Also gehen die Leute einkaufen, shoppen wie nichts anderes, weil sie eben fürchten, A, die Preise steigen, B, sie kriegen die Produkte nicht mehr. Und das wiederum ist auch inflationär, weil eben diese ganze Nachfrage jetzt da reinschwappt. Das ist ein interessanter Punkt. Kommen wir noch kurz zu China, meine Damen und Herren. Da will man jetzt Steuern und Gebühren senken. Das ist interessant. Man will Landverkäufe jetzt mit weniger Regularien versehen. Oho, denen geht ganz schön die Muffe. Moody's hat jetzt gesagt, die Probleme der chinesischen Property Developer, also der Immobilienentwickler, die werden weiter bestehen und interessanterweise spricht keiner drüber. Der chinesische Yuan wertet massiv auf derzeit. Hier gibt es ja einen Währungskorb von 24 Währungen gegen den Yuan und da sehen wir ein 6-Jahres-Hoch. Jetzt werden die Herrschaften in Peking auch nervös. Warum wertet der Yuan so stark auf? Also das sei mal am Rande erwähnt. Jetzt hat Biden einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking ins Spiel gebracht. Zumindest hat er hier gesagt, ja, da könnte man drüber nachdenken. Da gibt es politischen Druck auch in den USA in dieser Richtung. Was haben wir noch, meine Damen und Herren? Jetzt versagt hier mal wieder mal die Technik. Geld, das ist normal, aber ich habe hier noch die Möglichkeit, das anders zu machen. Schauen Sie mal hier.
Hier sehen wir, dass Bitcoin ja weiter unter Druck ist. Fast schon in einem Bärenmarkt, jetzt 18% gefallen von dem Peak, das wir gesehen haben. Gestern ja Boom und Bust, ich fand es super. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die es gesehen haben, auch so gut fanden wie ich. Ich fand es großartig mit Sascha Huber. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, nehmen Sie sich die Zeit. Das ist wirklich etwas, wo man Krypto verstehen kann. Sehr klar formuliert, sehr logisch formuliert, sehr einsehend, sehr weitreichend, was der Sascha Huber da erzählt hat. Schauen Sie da nochmal bei Finanzmarktwelt oder auf YouTube bei Finanzmarktwelt, wenn Sie die Zeit im Übrigen, und heute will ich nochmal darauf hinweisen, auf dieses hier, wo ist es? Auf das hier, meine Damen und Herren, geht es um die Technik. Ich bin heute ab 17 Uhr dran bei dieser Veranstaltung, die ich schon öfter jetzt angesprochen hatte. Aber auch die anderen Gäste sind interessant. Ab 9.45 Uhr geht es ja los. 10 Uhr dann der erste Vortrag. Diese Geschichte, wo man sich anmelden musste, ich glaube, die Anmeldefrist, die ist jetzt allerdings schon vorbei. Wo ich versuche, in diesem Vortrag ab 17 Uhr zu zeigen, wie ich vorgehe, wie ich arbeite. Aber das Marktgeflüster gibt es dann dennoch heute Abend. Und hier noch ein Hinweis, meine Damen und Herren. Frische Zahlen heute: Erzeugerpreise mit dem höchsten Zuwachs seit 70 Jahren. 18,4% gestiegen zum Vorjahresmonat. Prognose war 16,2%. Transitory, meine Damen und Herren. Was da teurer geworden ist, das lesen Sie unter dem Video, weil ich diesen Artikel verlinken werde. Denn die Erzeugerpreise sind eine Art Vorläufer für die Verbraucherpreise, denn die Industrie, die Firmen müssen ihre gestiegenen Kosten weitergeben, und da können Sie schon mal gucken, was bald teurer wird, womit Sie also rechnen müssen. Wie gesagt, das verlinke ich unter dem Video und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.